Der zweite Workshop-Block in Victoria, dieses Mal mit Stücken für überwiegend Vokalensemble. Zuerst präsentierte die Schola die Komposition des Studenten Liam Gibson. Das Prozedere wie gehabt. Erst das Stück, dann die Diskussion. Die Sängerinnen und Sänger wollten genau wissen, welchen Klang sich der Komponist vorgestellt hat. Und teilweise boten sie ihm unterschiedliche Möglichkeiten an. Dann ein Werk für Vokalensemble und Cello von einer Nachwuchskomponistin, Maria Martin. Und auch hier wieder ein angeregtes Austauschen und detailliertes Nacharbeiten. But in some points you und alle waren zufrieden. Oh, it was amazing. It was so informative and so powerful. These are very specific details that we discussed about and that are very often used in new music. Das ist einfach ein hohes Maß an Austausch zwischen den Komponisten und uns und auch Walter Nussbaum. Das fand ich einfach sehr lebendig und ich fand es einfach schön, ein Teil davon gewesen zu sein. Eine ganz andere Art von Komposition war, als wir es in Winnipeg mit ihnen zu tun hatten, die, denke ich, auf einem, ja, einfach deutlich intellektueller angelegt sind, mit mehr stilistischen Referenzen, würde ich sagen. Und da gibt es natürlich dann einfach auch mehr Fragen, ob es jetzt wirklich genauso gemeint ist. Es war wieder sehr, sehr spannend. Ich finde es immer toll zu sehen, einfach was für junge Komponisten das sind, die dann schon noch so sehr durchdachte Werke dann zustande bringen.